Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Review der britischen Arty, heute auf Tier 4, die Birch Gun. Ja, das letzte Review der Serie ist ja schon eine Weile her. Ich habe hiermit ein bisschen gewartet, in der Hoffnung, dass ich noch ein paar schöne Gefechte zusammenbekomme mit dieser Arty. Aber na, so richtig geklappt hat es nicht. Also, es geht hier los auf Enske. Ich steige hier gleich mal mit der Action ein, denn ich habe gesehen, dass der T-80 hier durchkommt. Der hat sicherlich auf mich abgesehen. Deswegen fahre ich hier noch ein bisschen vor und ziehe schon mal ein. Ich erwarte ihn dort an der Ecke. Das war knapp. Ich habe ihn leider nur gestriffen. 10 Schaden gemacht. Das ist ärgerlich. Aber die Arti lädt ja schnell genug nach. Ich kriege ihn da nochmal. Ich denke, das war ein Volltreffer. Mache aber auf dem leichten Panzer nur 79 Schaden. Ja, man sieht aber jetzt schon schön die Besonderheit dieser Arti, denn die hat ein komplett drehbares Geschütz. Zusammen mit der Drehgeschwindigkeit der Wanne kommt man immerhin auf eine gute Drehgeschwindigkeit, so dass ich den kreisenden T-80 nochmal beschießen kann. Allerdings mache ich wieder nur begrenzt Schaden und kann ihn damit nicht rausnehmen. Und ja, ich treffe ihn dreimal, er trifft mich dreimal, ich bin tot und er lebt halt weiter. Schade. So, das war nur ein kurzer Ausschnitt, um mal zu zeigen, was das Besondere an dieser Arty ist. Sie hat einen drehbaren Turm oder ein drehbares Geschütz. Hier sieht man dann auf dem nächsten Ausschnitt hier in Malinowka auch, wofür ich das einsetze. Ganz häufig mache ich das so, dass ich schon auf ein Gebiet ziele, wo ich Gegner erwarte und währenddessen aber auch fahre. Ich denke, das ist ein ja, ganz guter Vorteil, den man mit so einer Arty hat. Man kann also auf das Gebiet einzielen und wenn sich dann die Gelegenheit ergibt, das heißt, man hat den guten Winkel erreicht, sodass man halt ein Ziel hat oder überhaupt geht ein Ziel auf, dann braucht man nur noch stehen bleiben und das Einzielen beginnt. Generell ist es so, dass man beim Wechseln der Ziele also ein bisschen schneller eingeaimt ist. Man sieht also hier einen schönen Schuss auf den Chihe, der trifft auch, macht aber nur 61 Schaden. Und genau das ist auch mein Kritikpunkt an dieser Arty, denn das Geschütz ist dasselbe, wie wir schon vorher auf der sechsten hatten und das ist einfach ein bisschen dünn. Diese Arty kommt auch in 6er Gefechte und man muss also dann auf Panzer wie den KV-1S oder den T-150 schießen. Und ich finde, das ist einfach ein bisschen zu wenig Schaden, ein bisschen zu wenig Durchschlag. Da kann man nicht viel ausrichten und das wird man auch dann in den Beispielen sehen, die ich hier rausgesucht habe. Und das ist natürlich so ein bisschen das Programm der britischen Artis. Man hat hier bisher auf allen Tiers, also alle, die ich gefahren bin, eher eine Kanone, die schneller schießt als die anderen Nationen, aber eben dafür weniger Schaden macht. Ja, dann gucken wir mal da oben auf den Hügel. Das sieht relativ dünn besetzt aus. Da sind jetzt zwei Gegner und keiner mehr von uns. Ja, bin ja einmal kurz in die falsche Richtung gefahren. Also hab gedacht, dass ich zurückfahren will, aber will ich gar nicht. Ich gehe jetzt davon aus, dass die beiden da von dem Hügel runterkommen und hoffentlich drüben durch den Wald fahren. Und dann versuche ich die hier zu umgehen, indem ich hier auf der Seite des Hügels bleibe. Mal gucken, ob das klappt. Ah, da sind sie schon. Sie fahren nicht durch den Wald, sondern hier direkt durch das offene Gebiet. Aber auch da ist natürlich ein Vorteil, dass man eine Kanone hat, die auch nach hinten schießen kann. Also ich konnte jetzt fahren in die eine Richtung und gleichzeitig eben schon mal ein bisschen nach hinten zielen und sehen, dass ich die da angreifen kann. Und das gelingt mir auch ganz gut auf dem Lux, immerhin 116 Schaden und der zweite Schuss, der trifft dann auch 76, damit kann ich den rausnehmen. Ja, und hier vor uns, da ist leider auch gerade jemand gestorben. Da war noch ein Gegner. Ich schaue jetzt mal kurz, ob ich ihn spotten kann. Ja, es klappt. Das ging leider daneben. Dann gebe ich noch einen Schuss ab und dann ziehe ich mich ein bisschen zurück. Ein weiterer Vorteil eines drehbaren Geschützes ist natürlich auch, dass man die Ziele wechseln kann, ohne die Wanne zu drehen. Das heißt, was man hier oder woraus man hier wirklich Nutzen schlagen kann, ist das Tarnnetz und auch eine Crew, die vielleicht auf Tarnung geskillt ist. Ich weiß nicht, ob man das direkt als erstes skillen sollte, da gibt es vielleicht Besseres in der Arty, aber als zweiten oder dritten Skill wäre halt auch Tarnung eine Option. Ich hatte ja vor, mit den Briten-Artys ein bisschen mit dem
Team mitzufahren und eben etwas weiter vorne zu stehen als normalerweise. Das habe ich jetzt hier einigermaßen versucht umzusetzen. Also ich habe eben nicht hinter der Basis gestanden, sondern hier vorne. Nun wird es mir aber zum Verhängnis, er nimmt mich raus. Da konnte ich in dem Gefecht nichts weiter machen. Aber was ich sagen wollte, wenn man weiter nach vorne fährt, kann man sich einen schönen Punkt suchen, in einem ja, etwas dichteren Wald oder wie auch immer. Und wenn man dann die Wanne nicht mehr drehen muss, Tarnnetz geht an, dann glaube ich, dann hat man hiermit auch einen ganz guten Tarnwert, da die Birch Gun ziemlich klein ist. So, das nächste Gefecht hier auf Kloster, da haben wir einen etwas weiteren Weg vor uns. Das gibt mir Gelegenheit, mal die Daten einzublenden. Wir haben also hier 180 Strukturpunkte, das ist ganz normal für eine Arti. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 45 Kilometer pro Stunde angegeben. Das ist eigentlich auch ein ganz netter Wert, aber mit 110 PS auf etwas über 12 Tonnen ist es so, dass man diesen Wert relativ langsam erreicht und diese Arti kommt einem doch alles andere als schnell vor. Dazu kommt auch die Drehgeschwindigkeit von nur 18 Grad pro Sekunde. Also insgesamt ist sie dann doch ziemlich behäbig. Ja, und die Kanone, wie schon angesprochen, ist dieselbe, die man schon auf der sechsten Arti hat. Die hat ein 87 mm Kaliber, etwas über 6 Schuss pro Minute. Der Durchschlag wird hier mit 44 mm angegeben. Und 280 ist der mittlere Schaden. Ja, die Genauigkeit hier mit 0,72 Meter auf 100 Meter Abweichung, die ist sicherlich auf der besseren Seite. Also ich habe jetzt mal verglichen mit der M37 und dem Sturmpanzer II. Die haben da schlechtere Werte, also da ist er schon ganz gut. Aber trotzdem ist es noch nicht so gut, dass man da wirklich jeden Schuss trifft. Die Zielerfassung mit 5 Sekunden ist eigentlich ganz normal. M37 hat denselben Wert und der Sturmpanzer, der ist da ein bisschen langsamer. So, dann schauen wir mal, was wir hier auf Kloster haben. Wir haben bei uns im Team ein B1-Panzer und im Gegnerteam, da ist ein Platoon von drei B2 Premium-Tanks und ja, wenn ich ehrlich sein soll, da kann man schon einpacken. Also die drei Jungs, die sind ziemlich gut. Man kann die in der Entfernung schon sehen. Der eine hat einen gelben und einen hellblauen Punkt, der andere ist grün und lila, wie es aussieht. Also die sind ziemlich gut, die wissen, was sie machen und ja, unser Team wird da nichts entgegensetzen können. Aus diesem Grund bin ich auch hier auf die linke Seite gefahren, um halt ein gutes Ziel genau dahin zu haben, wo ich jetzt hinschieße, nämlich dort in die Gasse rein. Ich hatte einfach erwartet, dass die drei Jungs hier langkommen. Ich meine, es ist eine 50-50-Situation, sie hätten auch auf der rechten Seite langfahren können, aber naja, hatte ich halt mal Glück. Aber die rechte Seite ist auch von uns ganz gut abgedeckt, deswegen bin ich hier auf der linken Seite und versuche da ein bisschen zu unterstützen. Allerdings ist Unterstützen hier auch gar nicht so einfach, denn wenn keiner mehr da ist, den man unterstützen kann, ja, was soll man machen? Ja, der kleine Panzer 38 NA, der haut da ab. Der Hetzer versucht die jetzt zu flankieren, der T28 ist auch schon unten im Wasser. Also im Augenblick steht jetzt hier niemand mehr zwischen den drei Heavys und mir. Und im Grunde bereite ich mich jetzt hier schon auf mein Ableben vor. Ich fahre noch mal ein Stückchen nach vorne, ziele dann hier auf die Ecke und hoffe, dass ich da einfach noch einen Schuss, vielleicht zwei, unterbringen kann, wenn die da rumkommen. Na gut, aber wenn die noch auf sich warten lassen, dann kann ich natürlich auch mal ein bisschen umhergucken, schauen, ob noch woanders ein paar Ziele aufgehen. Ja, und wie es aussieht, kommen sie hier doch nicht an. Sie sind wieder zurückgefahren, um ihre Basis zu verteidigen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So habe ich nochmal die Chance, hier ein bisschen auf die ein paar Schuss abzugeben. Der Schaden auf dem B2 war jetzt hier so immer um die 70 bis 80 und das ist halt, ja, wie schon angesprochen, ziemlich wenig. Also ich meine, ich muss so einen Panzer fünfmal treffen, um ihn auszuschalten und das ist einfach nicht Arty-like. Also ist nicht das, was mir gefällt an der Arty. Ich will eigentlich lieber eine Kanone haben, die einfach mehr Schaden macht. Na gut, also wenn die beiden noch da hinten waren, dann habe ich ja vielleicht doch Gelegenheit, noch mal ein bisschen was anderes zu machen. Dann fahre ich noch mal vor, stelle mich hier an die Ecke. Eigentlich hatte ich gehofft, dass vielleicht die FCM hier noch mal aufgeht. Das wäre sicherlich ein Ziel, was ich ganz gut bekämpfen könnte. Stattdessen geht da drüben noch mal die Matilda auf. Da, leider ging das daneben. Aber bei der Nachladegeschwindigkeit und bei der Menge an Munition, die man hier dabei hat, da kann man durchaus auch mal einen Schuss blind setzen, entweder hier so im Nachsetzen, aber auch einfach so. Man kann hier durchaus mal auf die Spots schießen, wo normalerweise die Panzerjäger campen. Das tut hier nicht wirklich weh. Aha, und jetzt geht einer der B2 dort oben auf. Mal gucken, ob wir da rankommen.
Also rankommen natürlich. Die Frage ist, ob wir treffen. Ja, kritischer Treffer, leider nur 87 Schaden. Und jetzt der andere B2 hinter mir aufgegangen. Schade. Ich denke, dass ich hier mit unserem T40 zusammen eigentlich eine Chance gegen ihn hätte. Leider habe ich jetzt nicht getroffen. Ja, der T40, der drückt hier mir nochmal ein ordentliches Ding rein. Jetzt bleiben ihm 8 Hitpoints. Ach, und er schaltet dann in sein T40 aus. Schade. Und auch hier wieder gut zu sehen, mit dem drehbaren Geschütz ist man halt relativ flexibel. Da kann man auf so eine Situation, wenn man hier flankiert wird, auch ganz gut reagieren. Und auch in so einer Situation hier, wo man dann im Zweikampf ist mit einem Panzer, da hat man eigentlich auch eine ganz gute Chance, da nochmal ein, zwei Schuss reinzukriegen, weil man nämlich auf diese Art und Weise hinter die Deckung fahren kann und wieder vor und man kann halt direkt schießen. Mit jeder anderen Arti oder mit einem Panzerjäger wäre das halt nicht der Fall, da könnte man das nicht machen. Aber gut, wenn ich dann in den Felsen schieße, dann nützt das natürlich alles nichts. Naja, das letzte Gefecht ist dann wieder eins auf Ensk und das ist eins der besseren Gefechte, die ich in dieser Art hier hatte. Das ist ein Fünfergefecht. Im Gegnerteam sind drei Heavys, ein Churchill, KV-1 und ein T-1 Heavy. Mal gucken, was ich da machen kann. Und positiv ist, dass nur ein leichter Panzer dabei ist und das ist ein Covenanter. Und wie wir wissen, ist der ja nicht wirklich Scout, der ist nicht schnell. Und wahrscheinlich wird er sich auch selber nicht so als Scout sehen und nicht zwingend hier durchfahren und jetzt mich jagen wollen. Und wie wir sehen, geht er auch in der Mitte auf. Und ich denke, er ist ja so einigermaßen festgefahren, der kommt ja nicht durch. Ja, und dann haben wir ja schon jede Menge Ziele dort hinten, weiß ich gar nicht, wo ich drauf schießen soll. Ja, und bis ich nachgeladen und eingeaimt bin, dann sind die auch schon wieder weg. Aber ich denke, der Schuss eben, der hat gesessen. Dann steht da drüben der DW2 offen. Kritischer Treffer. 48 Schaden. Sagenhaft. Und der nächste wieder kritischer Schaden. 79, immerhin ein bisschen mehr. Was man eben ganz schön sehen konnte, ist, dass die Nachladezeit und die Einzelzeit gut harmonieren. Das war also so, dass in dem Moment, wo nachgeladen war, der Zielkreis auch wieder klein war. Also das passt dann schon ganz gut, wenn man die Ziele nicht ständig wechselt, sondern dann auf einem draufbleiben kann. Dann kann man schon davon ausgehen, dass auch der zweite Schuss trifft. So, nun haben wir hier auf der rechten Seite eine Matilda und ziemlich wenig aus unserem Team. Das ist also nur der T28. Deswegen entscheide ich mich jetzt hier auf der rechten Seite ein bisschen zu unterstützen. Ja, 31 Schaden auf die Matilda, sehr schön. Fünf Schaden. Das ist mal ein ordentlicher Wert, ja. Hundertacht. Na, damit kann man dann wieder zufrieden sein. Das geht. 119 in die Seite. Jetzt geht's aber los. Ja, 20 in die Seite. Naja, das hätten gerne auch mal 23 sein dürfen. Aber nein, natürlich bleiben 3 Hitpoints stehen. Ja, ein Treffer auf die Panzer-Selbstfallerfette, das geht natürlich gut. Oben offen, keine Panzerung. Da kann man dann sein Schadenspotenzial wirklich entfalten. Und da auf den Churchill war wieder ein kritischer Treffer, 67 Schaden. Da geht es dann halt wieder ein bisschen runter mit dem Schaden, weil natürlich die Panzerung vom Flächenschaden einiges abzieht. Aber was wir jetzt gesehen haben, auf einer Entfernung von 400 bis 500 Meter, teilweise ein bisschen mehr, waren das jetzt, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe, 5 oder sogar 6 Schuss, die hintereinander das Ziel getroffen haben. Also wenn das Vorhalten stimmt oder sich das Ziel nicht bewegt, dann ist die Kanone genau genug. So, dann haben wir da drüben einen Schuss auf den KV-1, der steht jetzt ganz unten links. Da habe ich, glaube ich, bei der Aufnahme ein bisschen gepennt, der ist jetzt nicht im Bild. Ja, aber da treffe ich nur einmal für 84 Schaden. Die nächsten Schuss, die sind daneben gegangen.
Und der Schuss war jetzt ein bisschen zu kurz und nun habe ich es auch gemerkt und die Kamera geschwenkt, aber nun ist der KV-1 von unserem Stuck rausgenommen worden. Tja, das war jetzt nicht im Bild, schade. Naja, aber nun haben wir nur noch einen Gegner des Stuck und da ist er auch wieder. Da werde ich hoffentlich nochmal drauf schießen können. Na, da fährt er genau im richtigen Moment los, aber es hilft ihm nichts. 93 Schaden nochmal reingemacht und die Kette gezogen. Das ist also ganz in Ordnung. Und wie gesagt, eines der besseren Gefechte. Es gab hier 70.000 Credits. Da ist natürlich ein Bonus von 50.000 dabei. 754 ist die Erfahrung und ich habe immerhin eine Medaille bekommen. Das ist so ein kleiner Trost, Unterstützer, da ich hier sehr viele Gegner angeschossen, aber nicht zerstört habe. Trotzdem ist es nur ein Panzerabzeichen zweiter Klasse und ich denke, das ist auch das Beste, was ich hier in diesem Gefährt erreicht habe. 913 Schaden waren es insgesamt und das ist ganz gut für die Birch Gun, aber man müsste das natürlich viel häufiger oder fast in jedem Gefecht erreichen, um sagen zu können, dass man mit diesem Ding wirklich eine gute Statistik fährt. Na prima, jetzt habe ich es endlich hinter mir und ich kann weitermachen mit den Folgepanzern Bishop und FV304. Und ich muss sagen, nachdem ich die gefahren bin und jetzt nochmal zurück bin auf die Birch Gun, um ja einfach nochmal hoffentlich ein paar schöne Gefechte zu finden, muss ich sagen, das ist nicht mein Ding. Im Vergleich zu den anderen Panzern macht sie weniger Spaß und ich glaube nicht, dass ich sie länger in der Garage behalten werde. Es kann natürlich sein, dass jemand anders, der sich da durchbeißt und die lange genug fährt, um hier auch eine gute Crew zusammenzubekommen, dann damit auch gute Ergebnisse erzielt. Wir haben gesehen, dass die Kanone, wenn sie denn einmal ein Ziel gefunden hat und draufbleiben kann, sehr genau ist. Man kann durchaus häufige Treffer erzielen, aber mir persönlich ist der Alpha-Schaden ein bisschen zu gering. Ich hätte es lieber, dann weniger zu schießen und dafür einfach mehr Schaden zu machen. Okay, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen unterhalten und ihr habt einen Eindruck von diesem Gefährt bekommen. Und damit bis zum nächsten Mal. Fahrt vorsichtig.